So war meine Operation. Was hat Bibi für eine Operation gehabt? Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet Bibi hat eine habt. Ja, Operation? heute wird ein aufregender Vlog gedreht, beziehungsweise heute Morgen und wahrscheinlich auch Okay. übermorgen, denn ich Aha. werde die OP Brüste und begleiten. Ich habe Nase. euch ja von meiner OP erzählt. Ich bekomme die Nase operiert und auch die Brüste. Morgen früh ist der OP-Termin und ich beginne das Video heute schon, denn wir werden Wolf, der Wolf, Dankeschön, heute Bro. Nachmittag schon in der Klinik aufgenommen, denn die Klinik ist nicht bei uns in der Stadt. Wir müssen ein bisschen weiter hinfahren und weil ich morgen der früheste Termin bin, Hey, Bibi hat doch voll die so um, schöne ich glaube, Nase, halb oder? acht oder acht, und ich nicht so mitten in der Nacht am OP-Tag irgendwie aufstehen will und dahin fahren will, haben wir uns dazu entschlossen, schon heute Nachmittag dorthin zu fahren. Ja, ich werde euch komplett mitnehmen, so viel ich kann. Julian wird auch mitkommen, wahrscheinlich dann auch ein bisschen für euch Ich habe auch filmen. schon mal überlegt, mir die Nase zu operieren, Ich Digga, muss sage ich noch ehrlich. die Sachen packen, die wir mitnehmen werden, und Check ja. mal meine Nase ab, check. Seht ihr das? Die ist einfach unterschiedlich, Digga. Die Nase ist einfach unterschiedlich groß, Junge. Dann geht es gleich auch schon los. Ich muss sagen, ich bin wirklich noch okay aufgeregt, aber auf jeden Fall viel mehr aufgeregt als die letzten Tage. Es ist richtig heftig, aber es ist so ein richtiges glücklich Brüste würde aufgeregt. ich Ich nicht freue mich machen. irgendwie richtig darauf. Genug gelabert, ich würde sagen, Ja, ich habe eine riesige Nase, aber ihr wisst ja, was man sagt. Wie die Nase eines Mannes, so auch sein, halt deine Fresse. wir sehen uns gleich wieder. Ich nehme euch ein bisschen mit, was ich alles zusammenpacke, und dann geht es los. Wir sitzen jetzt im Auto. Eigentlich wollte ich eben noch zeigen, wie ich. GT63 AMG S. Rotes Innenleder. Schwierige Entscheidung. Dachfenster. Ich sehe hier keine Burmeisteranlage. Habe ich komplett vergessen. Ich habe Interessiert auch an dieser überall. Stelle echt niemanden. Okay, Baby. Guck mal, ich habe da sogar Hausschuhe eingepackt. Louis Findest du das? Vuitton. Schmuck von Was ist das denn für Cartier. eine schöne Tasche? Habe ich die Schön, dir etwa ne? zu Weihnachten geschenkt? Ja. Ich dokumentiere. Digga, die ist echt wild. Bianca geht jetzt in den Aufzug. Bianca drückt Etage 90. Mega geil. Krank. Das ist auf jeden Fall das heftigste Krankenhauszimmer, was ich jemals gesehen habe. Bitte was, Digga? Das ist ein Krankenzimmer? Oh, Digga, wenn ich Corona hab, dann in dem Krankenhaus. Hier ist einfach. Soll ich mal so ein Ja, bisschen. mach mal Du eine hast gesagt, ich soll Lupe. dir helfen, Mach weil mal eine man. Lupe. Hier ist einmal so ein Wohnzimmer. Digga. Und Blumen. Dann, Mach mal Licht an da. Was willst du von mir? Alles Ich habe das gut. Licht doch angemacht. Also hier ist ein Schlafzimmer. Hier ist noch eins, aber die Betten schieben wir zusammen, oder? Badezimmer. Hast du das Bad schon gesehen? Ist richtig schön. Oh, ich will What, gleich mal die Digga? Vorhänge rausmachen. Schöner als unser Badezimmer. Ey, ich muss wissen, was für ein Krankenhaus das ist. Wenn ich irgendwann mal eine Schönheitsoperation mache, sehe ich mich da. Nein. KW Kylo. Gell. Was ist hier? Schön, dass du da bist. So, ein Freut mich. Ankleidezimmer. Begehbarer Kleiderschrank. Früchte. Kann ich helfen? Ah, sehr gerne kannst du helfen. Ich habe mich schon richtig eingelebt hier. Die hat aber gesagt, wir dürfen das machen. So. Das ist doch nicht artgerecht, dass eine Millionärin jetzt sowas hier machen muss. Milliardärin. Hast du super gelöst hier, Geil, wirklich. ne? Klasse mit der Lampe, toll Ich im habe mich schon Stuhl. richtig eingelebt, schon Hausschuhe Du bist angezogen. echt so ein richtiger Mietnomade. Du wirst es noch so krass bereuen, dass du gesagt hast, Im dass Moment ich die fährst du nächsten auf jeden 3 Tage Fall mitfilmen fleißig soll. mit. Oh, ich habe so ein Was? Okay, Noch nie so das ist schönes. krank. Digga, das ist doch kein Krankenhausessenblatt. Das gibt's nicht mal bei Lufthansa First Class. Essen gesehen. Irgendwie genau wie so ein richtig schönes Hotelzimmer. Man wundert sich immer, dass so eine Krankenschwester reinkommt. Das ist wie so ein ganz komisches Gefühl. So lecker, ich esse beides. Du sollst ja nichts mehr essen, oder? Doch, ich darf Wie noch lange essen. darfst du Bis noch? Mitternacht darf ich noch essen und trinken. Digga, Wir was? sind jetzt hier noch. Jetzt, guck mal, ich spreche jetzt sogar in deinem Vlog. Kann mir bitte jemand auf Instagram schreiben, wie dieses Krankenhaus heißt? Ich muss da auch hin. Ich bin jetzt. Ich bin zwar nicht krank, aber ich muss da auch hin. Ich bin auch Privatpatient, bitte. Ich bin wirklich langsam ein bisschen aufgeregt. Wir sind jetzt nochmal rausgegangen, eine Runde spazieren an die frische Luft. Wollen gleich einen Film gucken. Und es ist richtig schön hier. Krass, wie laut die Vögel sind, ne? Ja, wirklich sehr laut. Guten Abend. Oh, das ist geil hier. Richtig. Ich habe die ganze Zeit wieder. Pro Nacht 2500, egal. Eine Nasen-OP mache ich da. Oh, nee, keinen Bock rauszugehen. Das war eine sehr gute Entscheidung. Oh Was ist nein, dein das war eine Handy? mega Angst. Muss wissen, wie diese Schönheitsklinik heißt, bitte. Ist auf der Kamera geschreddert, ne? Morgen. Guten Morgen. Morgen. Wir haben 7:08 Uhr.
Irgendwie waren wir sehr lange wach. Ja, das ist feierlich. Und andere Menschen können nicht behandelt werden wegen überfüllter Krankenhäuser. Crazy World. Gut, das ist eine Schönheitsklinik, also ich glaube nicht, dass du als Corona-Patient da landest. Ich habe noch so viel geredet heute Nacht. Ich war gerade eben schon im Bad, hab mir die Zähne geputzt und die Haare gekämmt. Ich sag immer, vor einer guten OP sollte man seine Haare gekämmt haben. Sagst du das immer ernst? Und in 20 Minuten werde ich abgeholt. Du schaffst das. Eine Pferdeklinik, was redet ihr? Eine Pferdeklinik, was ihr da sagt. Ja, Leute, ich bin ready. Ich würde sagen, oh, ich bin immer zu müde. In der nächsten Szene seht ihr entweder die Bibi, wie sie fertig ist, oder wie ich irgendwo am Essen bin oder so. Wusstet ihr, dass man sich nicht vorher schminken darf, wenn du Make-up machst? Ja, einmal, hast? Wenn irgendwas mit dem Sauerstoffgehalt nicht stimmt, dann sieht man das mit als erstes an der Gesichtsfarbe. Und wenn man gerade im Gesicht operiert wird und der Arzt hat dann Schminke an den Handschuhen und geht dann damit in die Wunde, das ist nicht so geil. Suboptimal. Ja. So. Ich war jetzt noch mal in der Apotheke, hab schon die ganzen Medikamente. Geil, Frühstück geholt. Mein Frühstück ist in der Zwischenzeit angekommen. Oha. Sieht ja richtig schön aus. Digga, what the fuck? Jetzt ungefähr in einfach so Acai Bowl. Oha. Bro. Wo, wo? Sieht ja richtig schön aus. Die Bibi wird jetzt ungefähr in 5 Stunden wiederkommen. Die OP dauert ca. 4 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange das noch in einem Aufwachraum dauert. Dann später. Dann würde ich sagen, sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Szene die Bibi. So, ich habe gerade einen Anruf bekommen und die Bibi liegt jetzt im Aufwachraum und ich darf vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch schläft oder ob sie... ich gehe auf jeden Fall. Tschüss. Sie hat vor der OP gesagt, egal wie es mir geht, film mich bitte. Chillig, Digga, die ist richtig drauf. Sie hat natürlich noch die Narkose ein bisschen drin. Und die Ärzte meinte gerade, sie ist aufgewacht und ihre ersten Worte waren meine Kinder, meine Kinder. Oh Gott, Digga, die sind noch richtig drauf. Wie du bist gerade erst aufgewacht. Ich habe gehört, Bibi hätte gerne ein Sandwich. So, wir sind mittlerweile in unserem Zimmer wieder angekommen. Wir waren 5 Stunden länger als gedacht auf der Aufwachstation, weil die Bibi irgendein Medikament scheinbar nicht vertragen hat und musste sich wirklich durchgehend übergeben. Oh nee, echt, shit. Jetzt nicht so geil, nicht so geil. Ist die OP wirklich sehr, sehr gut verlaufen. Ich weiß nicht, erzählst du im Video noch was darüber? Man muss auch eigentlich immer bei einer Nasen-OP so, wie heißen die Dinger, die man sich in die Nase, wie so Tampons für die Nase, wisst ihr? Die muss man eigentlich in die Nase packen, damit es nicht blutet. Und der Professor meinte, Bibi hatte einfach gar kein Nasenbluten und dann konnte man sich das sparen. Es ist wohl sehr unangenehm, die rauszuziehen. Den Schritt konnte sie sich also schon mal sparen. Jetzt hat die Bibi so ein, wie nennt sie das Ding nochmal? So eine Villager-Nase. So ein Watte. Nasensteg oder irgendwie sowas im Gesicht. Dass, falls noch ein paar Tropfen Blut rauskommen sollten. Oder? Warte, ich bin nur am Schlafen. Ja. Bin so müde. Jetzt ist gerade Essen angekommen und ich habe so einen mega Hunger. Du hast übrigens 200 WhatsApp-Nachrichten bekommen, Bibi. 213 WhatsApp-Nachrichten. Sie hat eben schon das erste Mal, das hast du glaube ich gar nicht gemerkt, hast du so unterbewusst gemacht. Sie konnte ihre Hände gar nicht so anheben wegen der Brust. Und jetzt hat sie selber so ein Glas genommen und was getrunken. Mega geil, langsam wird's wieder. So, ich habe mich jetzt hier mal ins Badezimmer versteckt. Ich habe der Bibi nämlich eben noch Louis Vuitton-Schuhe eine Überraschung besorgt. Süß, aber süß. Ich habe nämlich gesehen, dass sie sich letztens diesen Schuh hier in so einem Tab auf dem Internet geöffnet hat und hat der Mona eine Nachricht geschrieben, wie wunderschön sie diese Schuhe findet. Und dann habe ich sie ihr eben... Digga, so ein aufmerksamer Guy, so ein aufmerksamer Boyfriend, holy shit. Gekauft. Ich, ganz ehrlich, auch wenn ich nicht schwul bin, ich hätte Julienko trotzdem gerne als Boyfriend. Extra einen Termin noch besorgt. Wenn sie gleich aufwacht, werde ich es ihr schenken. Geht's dir gut? Müde. Alles im grünen Roger-Bereich. Drück mir, Bibi. Bist du bescheuert? Ich weiß, du kannst es nicht greifen, das ist echt fies. Das waren die, die du dir auf der Website angeschaut hast, oder? Hä, woher hast du die? Ich hab eben einen Termin gemacht. Das ist nicht dein Ernst.
Oh, sind die geil. Ich bin geil von, aber ich kann meine Arme nicht so hoch. Oh nein. Vorsicht, nicht, dass sie jetzt auf, irgendwo auf eine Wunde fällt oder so. Oh, sind die schön. Good morning. Boah, Leute, mir geht's viel besser, ohne Witz. Sind ihre Brüste größer, Chat? Oder denkt das nur eher? Komm. Bibi war so tapfer. Die hat einfach gestern Abend ein Schmerzmittel genommen und dann gar nichts mehr, ne? Ja, doch, heute Morgen jetzt wieder. Ne? Ja, aber du hast die ganze Nacht über nichts genommen. Hättest ja dreimal eigentlich was nehmen dürfen. Also, der Arzt war gerade schon zur Nachkontrolle da. Ich habe das erste Mal meine Brüste gesehen. Und es ist alles super, ne? Alles so, wie du es dir vorgestellt hast. Riesig. Genau, jetzt haben wir gerade Frühstück bekommen. Und kriegen gleich auch nochmal Mittagessen und danach werden wir dann entlassen. Nee, es ist so, wenn man liegt, ist schon alles sehr entspannt, aber dieser Moment vom Liegen ins Hinsetzen und dann Hinstellen, boah, da fällt ja das ganze Gewicht von der Brust so nach unten auf die Narbe. Entschuldigung. Und das ist so ein kranker Druck und tut echt mega weh. Oh no. Dann muss man das so 5 Minuten aushalten und danach ist alles gut. Weil das so eine Überwindung jedes Mal ist, bleibe ich jetzt einfach stehen und sitzen. Optimal. Ja, bin mal echt sehr gespannt, wie das mit den Kindern wird, ne? Ja, die wollen dich wahrscheinlich gleich erstmal umarmen, ne? Ah, das wird ein bisschen schwierig. Das wird übel. Das Ding an der Nase bleibt jetzt übrigens 10 Tage dran. Oh, krass. Dann kommt nochmal eine Woche ein anderer Verband. Und danach, glaube ich, einfach nur noch ein Pflaster oder schon ganz ab, weiß ich nicht, ne? Ja. Also, die Bibi wird... Boah, weiß ich nicht, ob ich das dann doch machen kann. Ich weiß nicht, ob ich 10 Tage so streamen könnte. Jetzt noch circa 3 Wochen was im... Ach nee, das kriegt man ja nur, wenn man die Nase gemacht bekommt. Ja gut, ich wollte ja eh meine Brüste machen, dann ist egal. Gesicht hängen haben. Mega geil. So lässt sich's leben, ne? Ja, das ist schon schön. Jetzt wird der Fernseher angeschmissen. Bibi Klaassen, verfällt sie jetzt den Beauty-Wahn? Ich... Als ob. Find's persönlich super, dass sie da so offen drüber spricht. Die Frau ist 28, die ist schon lange in diesem Beauty-Business drinnen, die wird sich gut überlegt haben, ob sie diese OPs macht oder eben nicht. Sie ist 28, das ist eine junge Mutter und Frau, die mitten im Leben steht und die kann eigentlich für sich selbst entscheiden. Da war ich auch mal bei dieser Show, wie heißt das nochmal? Voll besoffen? Nee, volle Kanne? Nee, volle Kanne? Kanne volle? Voll besoffen. Wie heißt das nochmal? Sat1 Frühstücksfernsehen. Frühstücksfernsehen, ja. Voll besoffen wäre actually auch ein wilder Name, oder? Wenn einfach die Show heißt Voll besoffen. Ob sie sich auf ihr lässt oder hängt. Also, ich beende jetzt mal für die Bibi das Video. Da haben wir jetzt nicht so drüber nachgedacht. Die Bianca ist schon um 6:30 ins Bett gegangen. Wir haben jetzt 6:30. Volle Kanne saufen, achso. Die Wirkung der Medikamente hat auf jeden Fall nachgelassen. Mir ging es jetzt auch nicht mehr so gut. Also die letzte Szene, die ihr gesehen habt, da war sie auf jeden Fall besser drauf als jetzt hier eben. Oh, no. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ihr morgen früh hoffentlich deutlich besser gehen wird. Da drücke ich ganz doll die Daumen und ich gucke dann jetzt mal, dass ich auch ganz schnell ins Bett komme, weil die Bibi sich jetzt ja nicht um die Kinder kümmern kann, logischerweise. Die darf jetzt gerade gar nichts heben und so. Was würde eine Bibi jetzt machen? Die würde den neuesten Podcast verlinken. Schaut doch unbedingt mal rein, da haben wir sehr, sehr lustig über unsere Streitthemen gesprochen, worüber wir uns früher gestritten haben. Worüber das höre ich mir heute Abend an. Und ich glaube, es ist sehr lustig geworden. Schaltet da gerne ein. Ich glaube, mein Video ist auch verlinkt, ich weiß es nicht. Schaut auch gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao, Herr Newstime. Okay.